Grüß an Kmanda, willkommen bei unserem neuen Projekt, Forschprojekt besser gesagt. Und ja, wir sind jetzt ziemlich neu bei YouTube. Wir möchten da ein bisschen einen Forst vorstellen, wie die echten Tiroler Bauern einen Forst machen. Und ja, jetzt habe ich einen Auftrag gekriegt von einem ehemaligen Förster, der was leider pleite gegangen ist. Wir müssen da jetzt einen Käferwald noch begutachten. Ich bin momentan allein. Vielleicht findet man einen Mitarbeiter, das ist immer so eine Sache. Ja, dann fahren wir jetzt einmal zu den Waldstückeln. Schauen, wo der Weg genau geht. Mal der Forstbetrieb wird da schon noch aufgebaut. Ich bin ja ziemlich neu auf der, in der Gegend da, kann man sagen. Wir haben ja das alles übernommen. Ah, das wird noch harte Arbeit, da zum Abholzen. Steile Flächen. Aber das kennen halt die Tiroler Bauern. Länger Kurven, aber das wird interessant. Auge, was ist jetzt mit dem Traktor los? Lass mal schauen, das nützt nichts. Auge. Ja, und sehr befürchtet, was da schon wieder los ist. Mal schauen, habe ich das Handy dabei? Zum Weppern umrufen. Ach, Auge, Auge, Auge. Muss ich zurücklaufen wahrscheinlich. Hey, wer kommt denn da vorbei? Oh. Hey, servus. Servus. Seid ihr auch da? Ja. Oder nicht mehr? Nein, nur in Traktorkraft und ja. Geht mal nicht tun, ich habe mal schon gesehen, dass da ja, Dieselleitung wieder hin ist. Ja, da schau, da siehst du da den Knick in der Leitung. Ja, ich seh's. Wieder ein typischer Produktionsfehler. Ja, geholt. Ah, oh, warte. Abgeholt. Hast du Ersatz? Ja, meine Werkzeugkiste, nicht bei Sinn. Ja. Bist du Mechaniker? Ja. Hallo, ist gut. Lernt der Mechaniker. Das ist mal gut. Warte mal, jetzt brauche ich nicht mehr zwei so Gummi stopfen, dass der Diesel da wenn ich das so kann. Ja. Sind du auch so ein gefähriges Gerätle das? Boah, der schaut fest aus, also von dem her, da sieht man mal, wer es gut hat. Ja, das Geld. Oder die Bank. Ja, momentan hat es die Bank. Reinhucken. So, ja. Würde ich sagen, dann mag ich starten, gell? Ja, sag schon mal Bescheid. Ein bisschen bei der, schlag mal einen anderen Stein. Ja, mach er da. Kommst du zu? Ja, jetzt. Pumpe und nachher geht. Nein, geht nicht. Hör mal. Nein, mag nicht. Du fährst Gas. Ja, ich bin ja auf dem Gas. Ah, ein bisschen pumpen. Ein bisschen Diesel pumpen. Tu ich grad. Jetzt noch mal. Warte mal. Halt. Und Luftfilter ein bisschen Startpilot ein. Zieht er gleich einiges bis so. Jetzt. Fast. Oho, jetzt schnurrt er wieder. Geht er wieder, ja. Hast du gerettelt das? Ah ja, nicht hier. Ah ja, mal eine Frage an dich. Ja. Ich habe jetzt von alten Fürsten noch das alles übernommen, weil er ist ja Konkurs gegangen. Habe ich mitgekriegt, ja, weil ich hätte eigentlich vorgestern meinen ersten Arbeitstag gehabt und hat es gegessen, ja. Nichts mehr glauben, dass du eine andere Arbeit findest. Ja, ich darf davon suchen. Das sind sie perfekt, weil ich habe mir da gerade ein bisschen was Neues gekauft und müssen das halt abzählen. Ey, sieh, so ein schönes Gerät, den Betrag 2400. Ja, den Betrag, den habe ich restauriert, also.
Tut Ja, dick. schöne. Ja, fast. Ja, 4000 Arbeitsstunden drin. Ah, Der Hänger, shit. die Winden habe ich mir neu gekauft. Ja, das ist schon. Darf man mal reinkommen? Ja, freilich. Freilich. Ah, schönes Gerät, hey. 140 PS, oder? Da geht's Alles schon. super. Zwillingsreifen raus. Ah, ich hatte mal schon einen. Ich müsste mal einen Käferwald anschauen, ob da wirklich Käfer sein. Hatte ich Lust schon zum Anfangen? Gut, jederzeit. Forsch mal nach. Ja, sowieso, machen wir. Mal selber schauen, wo der Wald ist. So, mal den Funk einschalten. So, Ja. hörst du mich? Hörst Ja, jetzt. du? Weiß nicht Ja, mehr. perfekt. Ah, danke, ja. So, dann fahren wir mal da auch, wo der Wald ist. Ich war selber nicht ganz genau wo, er hat mir halt gesehen, da in der Nähe, da muss es irgendwo sein. Oh, Schafe gerufen wieder. Angeblich eine steile Fläche. Ja, aber das ist auch bei, oder das bin ja die zumindest gewesen. Ja, sicher ja. Woher kommst du? Hey, komm in Tirol. Oberland, Unterland. Oberland, du? Ja, Ach, im Unterland. aber schon ein Drittel Unterland rein. Ah, das ist Körper. So, da. Kennst du dich gut mit Motorsägen aus? Ich bin seit 10 Jahren im Forst. Was hast du für einen? Was sagst Was hast du für einen Motorsägen? du? Kann nicht. Ich bin aus Quarner. Ah, genau, schon so weit. Und dann hat er dir mal zum Einschulen ein bisschen den ba Baum rumschneiden lassen. Ja? Und ich dazu mit dem Wind auch erziehen. Wir sind eh schon da, sicher. Was darfst du vorschlagen? Darfst du welche Baumlängen? Ja, machen wir 6 Meter, gell? Den Anfang einmal. Machen wir die. Was sieht so schön sein, 6 Meter. Und die schönen Stickel nachher 15 Meter. Da hatte ich noch mit dem LKW abholen, weil ich habe ja so einen alten Russen. So, gehen wir mal anschauen. So, ich kann meinen auch ausstellen. So. Ja, dort unten war's. Warte, müssen wir nicht mehr die Schuhe binden. Schau ich mal auf die Landkarte da. Ja, da. Da könntest du mal zum Anfangen, von da weg ein Schneisen nachschlagen, weißt du, da? Mal ein Schneisen, da möchtest du gleich auch erzählen, der Baumer. Oder magst du umschneiden, ich soll es dir dabei lassen. Ja, schneide ich glaube. Ja, dann hast du sie gleich. Ah, der kommt schön. Wow, zieh muss ich gleich auch, ist gescheiter, he? Ja. Kann ich deinen Traktor ein bisschen wegfahren? Was? Kann ich deinen Traktor ein bisschen wegfahren? Oder fahrst du nur weg? Ja, warte, ich stell den gleich weg. Stell mal noch unten bitte. Weil ich möchte auch die Baumer auch erziehen. Ich bin nicht gleich umdrehen, gell? Kannst du ruhig stehen lassen dabei so? Passt drauf, dass er raus ist. Warte, ich fahre ein bisschen weg. Achtung! Ja, aber. Mir ist weiter weggefahren, ich möchte gerne die Baum oder auch erzählen. Ja. Dann fahren wir mal richtig her da.
Magst du gleich anhängen? Ja. Ah, nehmen wir mal deinen Funk mit da. Die schreien alben. Ja, ich sehe so. So, ja, du musst ein bisschen zurückfahren, da ist mit Zwink Saal 3. Ja, fahr ein bisschen zurück. Passt, haben wir. Ja, warte mal, ich muss da die Differenzialsperre einschalten. Hänge? Ja. Passt, die Zirch? Ja. Oh, ihr noch hängt. Aube. Ach, häng. Warte mal, das. Jetzt? Ja, okay, gut. Muss mal vorhin noch sagen, wenn du irgendwo wohnst. Ja, mach ich ja. Ich war so weit unten gelegen. Ja. Ah, oh, da ist wirklich weit unten gelegen. Muss laut passen, da ist der Boden ein bisschen wach. Ein bisschen mäßig. Naja, mir hat sich echt den Traktor ein bisschen weg. Aber jetzt kommt er. Wollt ihr versuchen, dass ihn so auch die Zirche hat? Ja. Au, Raucher. Au, weh. Ah, da brauchst du nicht mehr rauchen fahren, da ist es mäßig. Sag's mal, wenn er da oben ist. Da ist er, oder? Perfekt. Zieh ich ihn leider auch noch auf dem Straßenrand her. Weil da haben wir einen Platz nachher zum Auflegen, wenn's war. Ja. So, warte, ich sterbe da gleich da. Und haben ihn umgehängt? Ja, geht. Ja. Ja, da braucht er schon Leistung, der Traktor. Ja. Ah ja, kommt er. Aber ich mein Chapter da, wenn ich ihn da anhänge. Ja, das weiß ich gar nicht. Du auch das Seil lösen, locker machen, dann fast schwierig. Ah, da rutscht man. Achtung, bitte aufpassen da hinten. Was die Wind nimmt auf, dann hat es vielleicht leichter geht. Nein, ich muss ihn nur noch kurz unten lassen. Jetzt aber. Weil er war so schwer, sind Schatz mit zurückzuchen. Achtung! Aufpassen, bitte schon! Nicht, dass ich dir den schlag.
Naja, ich bin gut versichert. Ja. No, bist du gemeldet? Aber ich habe gute Lebensversicherung. So, gehen wir wieder zurück. So, und wenn wir mal eine Arche ziehen, dann machen wir mal. Dann ziehen wir noch zwei Arche. So, bist du bereit? Ja, war gut. Ich werde ein paar Rest machen schnell. Aber da ist schon wieder fast nicht mehr. Ja, geht's. Ja, nun werden wir auch erzählen. Dann müssen wir eh wieder immer da so geschleifen. Ja, ich muss jetzt hier nicht fein nicht mehr. Ja, da unten hat er mal viel weggekreuzt. Hat zuerst mal eine Schneise geschlagen. Dann habe ich noch andere Stellen, wo man eine Schneise schlagen muss. Ich hoffe, da war's. Ich werde jetzt meine Zigarette anziehen. Recht hast. Mal schauen, ob es irgendwo lassen kann, ob das passt. Weil das ist auch wieder betrieben. Achtung aufs Ohrläppchen. Ja. So. Sind aber schöne Bäume da. Gerne beim, ja. Nix so. Ich habe jetzt einen Haufen Holz auch hier. Also ich muss noch grob geschätzt 1,4 Millionen noch die Schulden zurückzahlen von einem. Ja, dann geht's in siebst gleich. Ja, weißt du, wenn der allein in Maschinen investiert hat, statt in die Arbeit, Ja. dann soll ich da sonst noch mehr sagen. Schön, sein Bruder hat sich übernehmen wollen. Ja. Ich habe eine Firma nachher gekauft mit Schulden. Ja. Er denkt dann, ja, ein schönes Gebiet da, viel Wald. Doch, schönes Gebiet. Und dann kann er das kaufen jetzt gleich. Schön, das sind die, wie soll ich sagen, Forstgebäude und alles. Die ganzen Hallen, die werden auch schon aufgebaut. Da muss aber zuerst ein bisschen Geld einarbeiten. Das. Oha, schon gehängt. Ah, die Kreden ist gerissen. Aue. Warte, einer, zweite immer. Ah, geht schon wieder dahin. Na, da werden sie Diesel brauchen, da auch, ey. Was? Schädel so. Jetzt ziehen wir den noch auch. Dann fahren wir zu meinem Parkplatz auch, oder? Dann werden wir dort unten Feierabend machen. Mal sehen, mit dir reden, wie der Lohn ausschaut. Ich hab's meinen Traktor auf der Rund stehen lassen, wenn da noch ein Auto unten steht. Ich weiß auch schon, der Parkplatz. Da war ich aber mein Auto auf dem Dorf. Da glaube ich nicht, dass man nicht verstehen darf. Ah, ich dachte, wenn du mal mitnehmen. Ich lasse keine Maschinen gern stehen. Hey, Schwanzen ist immer. Ein bisschen Lohlinger, hä? Ja, jetzt fahren wir mal nachher. Ich dachte, den Heinz mal noch mitnehmen, den Traktor. Wenn du war. Fahr ich voran? Weil du warst jetzt wohin, oder?
Ja, bis zur Gruppe war ich sogar. Da lasse ich Achtung, dich. Achtung! Ah! Ja, ich möchte schon deine Augen aufmachen. Du bist mein Angestellter. Du hast mich nicht mit. Den Vertrag gehen wir jetzt unterschreiben, den ersten Lohn kriegst du auch. Geil. Bist mit. Warte, ich überhole dich. Bist mit 2500 Euro zufrieden pro Tag? Pro Tag? Ha? Sag ich nicht nach. Passt, nachher kriegst du von mir den Lohn. Ja. Dann unterschreibst du nachher nur einen Vertrag. Ah, dann müssen wir das erste Mal durchlesen. Na, kurz gefasst. Kann auch gerne sagen. Du bist angestellt. Du kriegst den Lohn. Wenn du ganz gut schlagst. Vielleicht bist du nachher Teilhaber von der Firma. Nicht schlechter. Aber das müssen wir erst noch anschauen, weißt du? So schnell geht das jetzt nicht. Mal die Straße da ist happy zum Fahren. Das bin ich gewiss. Das ist meine Almweg, ja. Nein, ich bin schon auch gewöhnt, aber schon. Ich erlaube so eine Sache. Ich möchte wissen, wer die Brücke so hinterlassen hat. Ah, da habe ich einmal vor 2 Jahren einen Unfall gehabt, auf der Holzbrücke. Schön. Ah. Aube. Aber bei den Glandeuchen, das Ding ist, da ist Glande auf der Seite, ich bin ja eingeschossen und unten. Aube. Schlimmer ausgegangen. Ah, Winterwohl war der. Der war 42 drin. Achtung! Langsam reichen wir es mal. Da, jetzt auf da mit der Auto. Oh, da ist ja der Auto stehen. Ist das deins, oder? Weiß ich überhaupt, dein Parkplatz war. Das ist mein Parkplatz momentan. Ich muss erst noch irgendetwas ausholzen, wo ich meine Hallen hinbaue. So. Schön, die Baufirma hat dich schon beauftragt. Ja. Also bis die mal Zeit haben. Ich hab mal gesagt, ich soll da meinen Platz aussuchen, wo ich da bauen möchte. Da hätten sie mal einen Kostenvoranschlag machen. Ja. Schau mal, das ist der Russ. Ja, dann habe ich mir gestern schon geschaut, wo ich mir das Auto da hergestellt habe. Schauen wir, da geht. Schnagelneu. Das ist schon die Maschine. So, jetzt gehen wir da auf deine, machen wir es auf deine Kehlehaube da. Ja. Da ist ein Vertrag. Jetzt warte nicht einmal ganz kurz. Wir steigen den Tank dran. So, das ist erledigt. Und was sagst du? Ja, da unterschreibe ich dir gleich. Moment. Also die haben wir gleich den ersten Zahltag. Bitteschön. Perfekt. So, und jetzt machen wir Feierabend. Ja, machen wir das. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, so allererst, dann gebt mir ein paar Daumen nach oben und wer neu auf dem Kanal ist, ein Abo freuen. Ja. Macht euch gefasst auf weitere. Lasst euch auch überraschen. Ich sage mal, pfiat euch. Servus. Servus.